Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit mir, dem Shadox. Okay, dann machen wir mal weiter, wo wir hier aufgehört haben, oder? Bei Ignis Episode. Genau. Kapitel 3. Opfer. Ignis! Gladio! Nur du? Wo ist Prompto? Entschuldige mich einen Moment. Herrlich. Warten! Ach nö. Du hast mich erkannt? Genug Spaß für heute. Sag, hast du bei diesem Anblick immer noch so viel Vertrauen in Octave? Du Mistkerl! Gib's zu. Ein wenig frustriert bist du jetzt schon. All die Mühen damit, was aus ihm wird. Sogar dein Leben hast du für ihn aufs Spiel gesetzt. Fass ihn nicht an! Ich bin enttäuscht. Und meine Geduld ist aufgebraucht. Ich bereite daher allem hier und jetzt ein Ende. Was hast du vor? Noctis! Nicht wahr? Ihr beide seid jetzt auf einmal Freunde? Ich habe einen guten Tag und lasse dir die Wahl. Ich bringe Noctis und euch alle hier um. Es sei denn, du kommst mit dem guten Adem mit. Na, vertraust du mir? Gegen Adem kämpfen. Tja, wir haben gar keine andere Wahl. Ich dachte, hier kommen wenigstens, ja, folgen oder gegen Adem, ja, oder kämpfen, dass wir wenigstens, ja, quasi eine Wahl haben, aber wir haben gar keine andere Wahl, wir müssen gegen Adem kämpfen. Na, mir soll's recht sein. Ich habe geschworen, Noctis beizustehen. Koste es, was es wolle. Weißt du etwa nicht, dass du mit dem Ring überhaupt nichts anfangen kannst? Ich weiß, dass eine Königsklebe sich geopfert hat. Um den Ring zu nutzen. Also kann ich das auch.
sie an. Du kannst ihn also doch benutzen. Oh mein Gott, so hat Ignis also sein Augenlicht verloren. Er hat den Ring der Luzis benutzt und das Opfer war seine Sehkraft. Nicht sein Leben, sondern seine Sehkraft. Oh wow, ist das cool. Oh mein Gott. Episode Ignis ist ja super spannend. Heilige Scheiße. Mega, Hammer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh mein Gott, und das wird einem vorenthalten? Ist nicht wahr. Oder? Oder liege ich gerade falsch? Kann natürlich sein, dass ich hier voll daneben liege, aber es ist zumindest so, wie ich das jetzt gerade interpretiere. Ob das tatsächlich so ist, das wird sich noch rausstellen. Oh, WTF, wartet mal. Ich brauche mal lieber ein Elixier, dann einen Muskelstähler und danach kann die Party weitergehen. So, Feuer gefälligst. Aua. Die Kraft des Ringes lässt nach. Dein Opfer reicht nicht aus. Hä? Das hätte böse enden können. Was? Bis bald. Aufgabe abgeschlossen. Wie jetzt? Episode Ignis Ergebnis? Was? Das ist das Ende? Was hast du nur getan? Nacht. Ist Nacht. Okay. Er lebt. Weil du ihn beschützt hast. Ein Glück. Ines, wo bist du? Ines! Halt durch. Ignis. Du darfst noch nicht sterben. Nacht! Ignis! Leb wohl. Unsere Wege trennen sich hier. Bis Noctis bereit ist. Nacht. Verzeih. Oh wow, das ist ja tatsächlich ein trauriges Ende, wie die Mädels meinten. Ja, also zum einen ist das... Okay. Also zum einen finde ich, die Inszenierung war echt super Hammer. Ja. Der Kampf hat dann aber seltsamerweise sehr abrupt beendet, nachdem einfach so eine, quasi so eine Spielsystemmeldung kam. Ja, Power reicht nicht aus. Ich fände es jetzt besser, wenn das so, weiß ich nicht, halt so cinematisch dargestellt worden wäre, so dass Ignis so diesen Ring nicht bändigen kann und dann halt so dementsprechend umfliegt oder was auch immer, aber ja, das war jetzt gerade ein bisschen seltsam, aber immer noch eine sehr, sehr schöne und interessante Szene, die wir da gerade gesehen haben. Und ich frage mich, ist er jetzt tatsächlich blind? Also er hat jetzt gerade noch seine Augen bewegt, aber ich schätze einfach mal, ja, dass er
tatsächlich blind ist und nichts mehr sehen kann. Man hat ja auch da dieses gesehen, wie sich sein Sichtfeld, sag ich mal, langsam auslischt. Und ja, dementsprechend denke ich tatsächlich, ja, ab diesem Punkt war der liebe Ignis blind, nachdem er halt den Ring der Lucis benutzt hatte. Wie geht's dir? Geht so. Markt. Vielleicht sollten wir aufgeben. Was? Es ist nur, wir haben bis jetzt schon viel verloren. Zu viel. Was redest du für einen Scheiß? Wenn ich jetzt aussteige, dann haben sich alle umsonst geopfert. Was fällt dir ein? Ich hab schon genug Zweifel. Die Entscheidung liegt bei dir. Aber bitte denk daran, dass du nicht alleine bist. Hörst du? Schließ uns nicht aus. Ich komm wieder. Wir haben viel durchgemacht. Aber auch viel gelacht. Ja. Allerdings. Ich bereue keinen Schritt der Reise. Ich bin bereit fürs Ende. Dank euch und Luna. Ihr habt mich bis jetzt beschützt. Noct, lass mich. Ich begleite. Ihr habt genug für mich getan. Den Rest muss ich alleine schaffen. Obwohl ich gar nicht allein gehe. Meine Erinnerungen an euch begleiten mich. Danke. Für alles.
So, Final Fantasy 15 Episode Ignis auf normal. So, ja, okay, da steht zwar ausgezeichnet, Rang A, aber tja, wie gut waren wir wirklich? Tja, ich denke, wir waren eher durchschnittlich, aber ist in Ordnung. So, Bonuskapitel Alternative Entscheidungsmöglichkeit am Altar freigeschaltet. So, Edelstahlmesser, Schneidebrett, Geschirr und Brillen zum Erwerb an Verkaufsständen freigeschaltet. Extrakampf wurde freigeschaltet, Inventardurchsuche für die Nutzung im Hauptspiel freigeschaltet. Oh, okay. Das geht nun also auch. So, dann haben wir auch neue Kleidung für das Hauptspiel. Okay, ja gut, würde ich sagen. Wir gucken uns auf jeden Fall noch das alternative Ende an. Und ja, selbstverständlich probieren wir auch mal aus, was es denn jetzt hier auch zu sehen gibt im Extrakampf. So, dann schauen wir uns zunächst einmal erstmal den alternativen Spielweg an. Das würde mich jetzt mal interessieren. Beginne noch einmal am Altar. Arden gibt Ignis die Wahl. Wie beeinflusst seine Entscheidung das Schicksal? So, machen wir mal normal. Ist es jetzt da, wo ich endlich jetzt zwei Wahlen treffen kann und nicht nur eine? Ignis! Gladio! Nur du? Wo ist Prompto? Entschuldige mich einen Moment. Herrlich. Arden! Ach nö. Du hast mich erkannt? Genug Spaß für heute. Sag, hast du bei diesem Anblick immer noch so viel Vertrauen in Octave? Du bist geil! Gib's zu. Ein wenig frustriert bist du jetzt schon. All die Mühen damit, was aus ihm wird. Sogar dein Leben hast du für ihn aufs Spiel gesetzt. Fass ihn nicht an! Ich bin enttäuscht. Und meine Geduld ist aufgebraucht. Ich bereite daher allem hier und jetzt ein Ende. Was hast du vor? Noctis! Nicht wahr? Ihr beide seid jetzt auf einmal Freunde? Ich habe einen guten Tag und lasse dir die Wahl. Ich bringe Noctis und euch alle hier um. Es sei denn, du kommst mit dem guten Arden mit. Na, vertraust du mir? So, jetzt haben wir die Auswahl. Ich finde, das hätten sie beim ersten Mal... ja, Ansehen einfach weglassen sollen, meiner Meinung nach. Einfach gar nicht entscheiden, dann käme das jetzt hier gerade in diesem Moment noch cooler. Wir folgen Arden. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich bringe Noctis und euch alle hier um, es sei denn, du kommst mit dem guten Arden mit. Am Altar angekommen wird Ignis von Arden und der imperialen Armee überwältigt. Arden macht ihm ein Angebot. Doch was führt der Kanzler am Schilde? Um Noctis zu retten, muss Ignis eine Entscheidung fällen. So, also ich habe absolut gar keine Ahnung, was jetzt wohl kommen mag. Also absolut, ich kann mir überhaupt gar nichts vorstellen, was jetzt passiert. Also deswegen bin ich ja gerade umso gespannter. Wo sind wir? Dreimal darfst du raten.
In der Signautus-Festung. Hier wird der Kristall verwahrt, den wir euch Lucianern gestohlen haben. Ich weiß, was dich plagt. Du willst wissen, wer ich wirklich bin. Aber die Antwort musst du schon selbst herausfinden. Ich bin also in Gralea, der Hauptstadt Niflheims. Aber warum? Was bezweckt er? Okay, ich habe nicht erwartet, dass wir jetzt hier noch laufen werden. Aber ja, die Signautus-Festung habe ich optisch erkannt. Alles gut. Sie können leider auch nicht schneller laufen als hier langsames Gehen, sagen wir mal. Tiefer in die Signautus-Festung vordringen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wird jetzt hier so Schönes offenbart? Ach übrigens, hatte ich euch eigentlich schon mal erwähnt, dass Episode Arden angekündigt worden ist? Er war auserkoren für den Thron, doch sein Herz war nicht rein. Der Kristall verschmähte ihn und verwehrte ihm seine Kraft. So lernte er das Licht zu hassen und begann, die Sonne zu verschlingen. Er öffnete sich der Finsternis, bis er unsterblich ward. Er wartet auf die ewige Nacht, um Rache zu nehmen, am Kristall und dem König des Lichts. Ja! Rache nehmen? Am König? Heißt das Nacht? Der Kristall. Er birgt die Seele des Planeten. Er ist die Wiege, in der der auserwählte König das Licht empfangen wird. Seite an Seite müssen Götter und Menschen kämpfen, bis eines Tages der wahre König kommt, um sie zu retten. Denn nur er allein kann Eos für immer von der Finsternis befreien. Der wahre König. Also Nacht. So, Leute, zu dieser Ankündigung, dass Episode Arden kommt, ja, gab es auch so, glaube ich, ein 14, 13, irgendwie sowas, minütiges, Filmchen dazu. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war sogar in, ja, Anime-Grafik. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube aber schon. Ist auf jeden Fall sehenswert, meine Lieben. Falls ihr euch das nicht reingezogen habt, das passt jetzt auch ziemlich gut zu dem, was wir jetzt hier gerade hören und sehen, meine Lieben. So, achso, stimmt, ja. Wir könnten theoretisch auch ein bisschen kämpfen. Wir müssen ja nicht direkt sofort durchrennen. So. Aber gegen solche lustigen Gegner müssen wir jetzt wiederum auch nicht die ganze Zeit fighten. Ich meine, kommen jetzt unendlich von denen oder haben wir es jetzt endlich? Hallo? Alle besiegt? Hey, du da! So, erledigt. So, was bringt uns das? Ja, eigentlich so gut wie gar nichts. Ich glaube, die nächsten Kämpfe skippen wir. Falls noch überhaupt einer kommt. Arden, ihm nach. Ja doch, scheint so, als würde da noch was kommen. Huch, wartet mal, wie kommt man da rein? Ach so, hier, okay. Des Kosmos in sich gesammelt hat, wird dem König seine wahre Kraft zuteil. Die Kraft, den Planeten von der Finsternis zu befreien. Nur der auserwählte König ist des Ringes würdig und erhält seine volle Kraft. Die Waffen der Ahnen, die Kraft des Kristalls und der Ring des Lichts vereinen sich zu einer Macht, die stärker noch als die der Götter ist. Der König ist das Gefäß, das diese Macht in unsere Welt trägt. Er muss sich opfern, um sie zu entfesseln. Erst dann kann ein neuer Morgen anbrechen. Ich find's komisch, dass das die Stimme der Vergangenheit ist, weil
zu der Zeit, wo das jetzt gerade scheinbar spielt, ist das Ende von FF15 noch gar nicht geschehen. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Warum dann Stimme der Vergangenheit? Oder ist hier die Zeit verschmolzen? Alleine ist es nicht. Vollständig lautet mein Name Arden Lucis Kylon Isunia. Lucis Kylon? Genau. Verraten von meinem eigenen Bruder. Obwohl der Tod des Hauses Lucis eigentlich mir zustand. Also los, Ignis. Nenn mich fortan Majestät. Ich habe nicht vor, einem falschen König zu gehorchen. Ach so, dann stirb halt. What the? Ah, okay, alles klar. Also er war von irgendeinem König, irgendwie damals schon mal vom ersten König der Bruder. Beziehungsweise König X, keine Ahnung, der wievielte König es war. Mein einziger Wunsch ist es, Noctis zu vernichten, wenn er durch die Kraft des Kristalls zum König des Lichts geworden ist. Doch er versteht einfach nicht den Ernst der Lage. Und darum muss ich ihn kontinuierlich provozieren. Wie? Er hat genug gelitten. Der Preis ist zu hoch. Der Ring. Du hattest ihn bei dir? Und ich werde es niemals zulassen, dass Nockt sein Leben für uns opfert. Ich werde alles tun, um sein Schicksal zu ändern. Mit dem Ring kannst du gar nichts ausrichten. Oh my goodness, Ignis, du Badass! Heiliger! So, schauen wir mal, ob das Opfer dieses Mal groß genug ist. Und wir nicht vorher einknicken. Also ich würde es mir wünschen. Interessante Alternative, falls das hinhaut. Huch. Da konnte ich nicht mal drauf reagieren. Das ging viel zu schnell. Huch, ist er eingefroren? Ich glaub's nicht.
Nach einer Zeit frieren die ein? Wo bist du? Da bist du. Ah, denn? Kannst du mal aufhören, dich hier zu bewegen? Hochsprung! Ich sehe zwar nichts, aber ich hoffe, ich habe getroffen. Wo ist er? Da ist er! Repost hat richtig viel Schaden gemacht. So, jetzt gerade habe ich es leider vermasselt. Ah, wo ist er denn? Da ist er. Oh mein Gott. Wie konnte nur... Ja, das weiß ich auch nicht, wie das jetzt passieren konnte. Ich habe nicht aufgepasst, Ignis. Aber wir haben noch eine zweite Chance. Irgendwie kriege ich es nicht hin, im passenden Moment auszuweichen, aber jetzt. Huhu! Angriff! Geh ab, Ignis! Nein! Die Kraft des Ringes lässt nach. Um des Königs Schicksal zu ändern, bedarf es eines Opfers. Nehmt meine Sinne, nehmt mein Leben. Wie? Nehmt meine Sinne. Der Pakt ist geschlossen. Ist dein Opfer angemessen? Die Kraft des Kristalls durchströmt Ignis Körper. Ich hoffe, dass es ausreicht. Letztes Mal in der offiziellen Story hat es nicht ausgereicht. Aber ich war mal so frei, das jetzt einfach nochmal auszuprobieren. Falls nicht, keine Ahnung. Müssen wir es nochmal versuchen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Heilung eigentlich. Gönnen wir uns jetzt gleich sofort. Oh, jetzt ist er gefroren. Sehr schöne Sache. So, jetzt taut er wieder langsam auf. Und... Übertaktung! So, super duper Ignis ist am Start. Komm her, Arden. Können wir Elementarfokus nutzen, meine Lieben. So, ich würde ja gerne mal wieder so ein Dings-Move machen. Aua. Hä? Ich hab's nicht hingekriegt? Ich hab doch gedrückt. Bin mir sicher, dass ich gedrückt habe. Oh, das war eine gute Attacke. Gut. Der weicht ja nur noch aus hier. Oder? Nee. Ich glaub, mach nur den Anschein. Aber viele Angriffe treffen tatsächlich nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Aber Blitz macht hier echt wenig Schaden. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Treffen ja nix. Eis!
Übertaktung! Hochsprung! Zusätzlich dazu bitte, wenn es geht. Oh je! Ging ja immer noch richtig Fettschaden. Ach so, was ich eigentlich noch sagen wollte. Noctis und Co., also die Könige, nutzen die Kraft der Könige, oder nein, der Götter eher gesagt. Aber welche Kraft nutzt Arden? Ich meine, der hat ja auch diese, ja, sagen wir mal Götter, die er nutzt irgendwie, oder? Der hat ja auch diese komischen Waffen hier in Rot und nicht in Blau. Wie muss man das eigentlich interpretieren? Sind das die Götter der Unterwelt, oder weiß es jemand besser von euch zufällig? Arden, wie lange denn noch? Komm schon, Elementarfokus. So, jetzt reicht's mir aber hier. So, jetzt ist unsere HP wieder richtig fresh. So, wir sollten aber auf jeden Fall mal wieder reposten. Reposten. Vielleicht heißt es auch so, keine Ahnung. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das denn? Sieht gar nicht gut aus. Fällt mir ja nicht so gut. Ja, ist klar. Hier, bam. Repost. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich Eis nutze, kommt da weniger dazu, mich anzugreifen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht irre ich mich, aber irgendwie finde ich, das ist der beste Spec. So, gibt es hier noch irgendwelche anderen Items? Ne, nur Super-Elixier und so. Okay. Alter, der hat doch viel zu viel Leben. Komm schon, wie viel denn noch? Das wird gar nicht weniger. Ja, klasse. Ins Nichts, ne? Oh nein. Nein! Das Opfer reicht nicht aus! Kann ich mich retten, indem ich mich hier selbst heile? Oder wie ist das? Um des Königs Schicksal zu ändern, bedarf es seines Opfers. Nehmt mein Körper, nehmt mein Leben. Wo ist denn hier der Unterschied? Ist der Pakt ist geschlossen. Ist dein Opfer angemessen? Die Kraft des Kristalls durchströmt Ignis Körper. Ich habe das Gefühl, dass selbst das leider nicht ausreichen wird und dass wir am Ende unsere Seele oder was auch immer noch übrig bleibt, tatsächlich aufopfern müssen. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Wir haben so einen heftigen Schadensmultiplikator. Also ich sehe... Ah ja, da ist Arden. Okay, alles klar. Ich dachte schon, der bleibt jetzt so. So, bam, 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 meine lieben Freunde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wir hauen jetzt gerade richtig hart rein. Wuhu! Oh mein Gott, heiß und fertig sage ich dazu einfach mal. Nein! Ich hätte Dings drücken müssen. Repost. Komm, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Muss mein Multiplikator offenhalten. Hier! Nein! Oh, ich bin zu langsam. Oh mein Gott, die Attacke, die ist auch echt hart. Bin auch nicht ausgewichen. Bin schon ein bisschen doof, was das angeht.
Komm, nutzt einfach mal einen Trank jetzt. Dankeschön. Hier, wie schmeckt dir das? Ich zeig dir jetzt mal was. Und zwar die Power von Eis. Gucken, ob dir das schmeckt. Oh, dagegen ist er sogar relativ immun, sehe ich gerade. Das interessiert ihn gar nicht. Oh mein Gott. Doch, vielleicht Feuer? Hä? Er ist jetzt Feuer? Jetzt Eis vielleicht? Oh, wartet mal. Muss ich auf die Elemente jetzt gucken? Nee, doch nicht. Blitz vielleicht? Auch nicht? Oder ist er jetzt generell immun? Ah, okay. Das ist jetzt generell so. Wir machen jetzt weniger Schaden an ihm. Oh! Wunderbar, so. Ja, so wird das tatsächlich nichts. So, hier, zack, ich zeig dir mal meinen Hochsprung. Toll, ne? Nein! Okay, wir waren gerade, glaube ich, noch in der Animation. Deswegen hat das uns jetzt nicht wirklich geschadet. Nicht großartig zumindest. Ah, I knew it! Ach, ich hätte es besser wissen müssen. Es muss wohl sein. Nehmt mein Leben. Der Pakt ist geschlossen. Ist dein Opfer angemessen? Dein Opfer wurde anerkannt. Ignis wird die volle Macht des Kristalls gewährt. Kraft durchströmt jede Faser seines Körpers. Okay, Arden, jetzt schauen wir mal, was abgeht bei dir. Oh mein Goodness. Jetzt hauen wir richtig rein. Ja, tatsächlich. So, Elementarfokus. So, wir haben jetzt sogar einen Timer gesetzt bekommen. So, Arden, spüre die Macht. Von Ignis. Vielleicht bringt die Übertaktung doch noch mal was. Wir probieren es aus. Wir sind nicht ausgewichen. Wieso nicht? Ah! Arden! Ich bin schon wieder eine Trantüte, was das angeht. Ich krieg schon wieder nicht hin, hier vernünftig Repost zu nutzen. Obwohl es so einfach ist, eigentlich. Oh! Ich bin echt erbärmlich. Das kann nicht sein. Meine HP! Meine HP! Ich habe so wenig HP! Was? Kann nicht sein! Nein! Wieso one-hittet er mich jetzt die ganze Zeit? Ich muss doch irgendwas tun können. Irgendwas muss ich doch tun können. Ey, der macht mich noch fertig, der Junge. Nein! Nein, was habe ich getan? Ich bin in den Rhein gedasht.
Was? Das kann nicht sein. Ich muss doch irgendwas tun können. Irgendwas. Ich muss doch den irgendwie so platt machen können, oder? Ich muss irgendwie Repost bei dem machen. Nicht nur einmal, sondern auch zweimal und dreimal. Komm schon, Elementarfokus! Irgendwas! Töte ihn! Ich hab doch gedrückt! Nein! Bitte! Wir müssen es schaffen! Komm schon! Töte ihn! Nein! 2 Sekunden! Das gibt's nicht! No way! Es wäre um mich geschehen. Doch dann erinnerte ich mich meiner Unsterblichkeit. Ewiges Leben. Fluch und Segen zugleich. Zum Abschied habe ich noch ein paar tröstende Worte für dich. Nicht mehr lange. Dann ist er hier, um dich zu retten. Der gute Noctis. Wie er wohl reagiert? Wenn er noch einen Freund dahinscheiden sieht. Dieser Junge, obwohl ich ihm so viel auf seinem Weg geholfen habe, hat er den Kristall immer noch nicht zurückerlangt. Darum habe ich dich mitgenommen. Wie praktisch. Jetzt warten der Ring und der Kristall beide hier auf seine Majestät. Ich glaube, dein Tod wird ihn endlich genug motivieren, um seine Pflicht als König wahrzunehmen. Ich werde nicht alleine sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Nein, das Ende akzeptiere ich nicht. Nein, 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 das wird... Nö. Okay, jetzt gibt's saures Aden. Huch, können wir das nicht skippen? Ich hab's nicht mal beim zweiten Versuch hingekriegt. Vielleicht wird's ja beim dritten was. Keine Ahnung, ob ich einfach so kacke bin. Kann natürlich gut sein. Keine Ahnung. Aber irgendwie wird das nichts. Hallo? Kannst du jetzt aufhören, gegen die Säule zu springen? So, Aden verfolgen. Ja, klar. So, wir machen Aden kaputt, sofern es möglich ist. Also, ich habe festgestellt, es ist viel schwieriger, meine lieben Freunde, wenn wir direkt sagen, yo, wir opfern unser Leben. Dann machen wir zwar viel Schaden, allerdings müssen wir seine HP auch dann erstmal... Ja, von dem Punkt an runterschlagen, von dem wir den geschwächt haben. Also sollte man das nicht unbedingt direkt nutzen. Also ich zumindest nicht. Also ich denke schon, dass man mit genug Riposte das hinkriegen kann. Aber manchmal spielt er einfach so hässlich Aden, sodass man den halt für eine lange Zeit einfach überhaupt nicht mehr trifft. Und da ist das Problem begraben. Ich finde, genau da ist das Problem einfach. Man hat manchmal gar nicht die Möglichkeit, den zu verprügeln. So wie jetzt zum Beispiel, wo meine Elementarfokus einfach ins Nichts geht. Das ist schon traurig, wie ich finde. So, und ich weiß bis jetzt nicht, ob Übertaktung tatsächlich irgendwas bringt oder nicht. Ich habe nicht so wirklich das Gefühl, aber
Wir machen es einfach mal trotzdem vor der Lulz, ne? Gucken wir mal, ob wir diesmal was anders machen. Was ist, wenn ich nicht spamme? Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich das so mache. Wirklich versuche, nach Timing zu machen. Und nicht direkt drücke. Oh, dann geht das also sogar noch einiges öfter. Wenn ich tatsächlich nicht die ganze Zeit nur spamme. Das finde ich ja witzig. Ja doch, so werde ich gegen dich gewinnen, theoretisch. Wenn ich mir das so angucke, dann ja. So, die Kraft des Ringes lässt nach, das ist klar. So, dann geben wir uns einfach mal einen Supertrank oder Heiltrank. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob mit was wir uns tatsächlich heilen. So, okay. Jetzt, müssen wir jetzt nochmal kurz vor die Wahl getroffen werden. So, ich kann es auch leider nicht skippen. Um des Königs Schicksal zu ändern, bedarf es eines Opfers. So, aufgeben wollen wir nicht. Das wäre jetzt irgendwie überhaupt nicht schön. So, nimmt meine Sinne. So, wir machen das The Noob Way again. So, dass wir halt viel Freiraum haben zum Draufhauen. So, geht das? Nein, man kann es nicht skippen. Okay, alles klar. Es dauert aber auch nicht allzu lange. So, jetzt haben wir es wieder. So, ich weiß nicht, ob wir mehr Schaden machen als gerade eben, aber naja, wir werden sehen, ne? Geht das? Oder ging das ins Nichts? Das ging wahrscheinlich ins Nichts, oder? So, ich hau jetzt die ganze Zeit drauf. Ich höre einfach gar nicht auf anzugreifen. Und irgendwie scheint das genau die beste Verteidigung zu sein, witzigerweise. Check das jetzt auch gerade nicht, warum ich damit gerade am besten fahre. Vielleicht, weil ich die ganze Zeit in diesem Multiplikator-Modus bin. Wer weiß. Maybe. Wo ist er jetzt? Macht er da. Verfaxen. Na komm, mach das gerne nochmal. Ich versuche jetzt nicht mehr einfach auszuweichen. Ich versuche einfach nur noch drauf zu hauen. Vielleicht ist das mein Fehler die ganze Zeit gewesen, dass ich versucht habe, auszuweichen. Vielleicht muss ich einfach nur drauf gehen. Wenn es das gleich ist, dann weiß ich auch nicht, dass mich zum Sieg bringt. Dann finde ich es einfach nur komisch. Witzigerweise bringt mir das tatsächlich mehr. Ich regeneriere direkt den Schaden, den ich verloren habe in dem Moment. Und weiß ich auch nicht. Das bringt es auf jeden Fall. Wo ist er? Da ist er. So, du darfst mich gerne angreifen oder du darfst auch gerne kassieren. Eins von beiden. Okay. Drauf! Okay. Heilen wir uns einmal kurz und hauen dann weiter drauf. Oh nein, das ist schlecht. Das war gar nicht so schlecht. So, und ich bin jetzt trotzdem in die Luft geflogen, weil ich ein Idiot bin. Macht nix. Ich finde das immer komisch. Nachdem wir die Macht erhalten haben, hauen wir für eine kurze Zeit richtig krass drauf und danach weicht er die ganze Zeit aus. Ich frage mich, woran das liegt, ob das so extra so ist. Keine Ahnung. Und was ist jetzt los? Keine Ahnung. Jetzt hauen wir auf einmal voll drauf. So. Also, ich finde, es kann nicht schaden, dass es so ist, wie es ist. So, und natürlich geht das Elementarfokus wieder ins Nichts. Wer hätte es gedacht? So, jetzt müssen wir Hälfte AP sein.
So, und gucken wir mal, ob das jetzt auto getriggert wird. Oder wir sind in den jeweiligen Formen auch wirklich tatsächlich nur eine bestimmte Zeit. Nur wir sehen es halt nicht angezeigt, dass das tatsächlich so ist. Das kann natürlich gut sein. Huch. Natürlich hat es mal wieder nicht geklappt. Habt ihr es gesehen? So, das Opfer reicht nicht aus. Gut. Ignis, Heiltrank. So, ich glaube, diesmal wird's. Jetzt sind wir schon bei Hälfte HP. Das waren wir vorhin nicht. Und das waren wir nicht mal nach dieser Phase hier, sondern also nicht mal nach der zweiten Phase da. Nachdem wir unseren Körper geopfert haben. Ach, ich kann nicht reden. Vergesst es einfach. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man schafft, den dann zu besiegen. Wahrscheinlich geht das so nicht mal, aber egal. Okay, Arden, wir kommen. So, bis jetzt machen wir nicht viel mehr Schaden als gerade eben. Also gucken wir mal, ob wir über mal 10 kommen können. Dann entscheidet sich das tatsächlich, ob das geht oder nicht. Oh, bei 10,1 waren wir gerade. Multiplikator. Also geht das tatsächlich. Oh ne, es geht nicht. Witzigerweise. Aber trotzdem machen wir einen Heidenschaden. Ich weiß nicht, warum das vorhin nicht ging. Ich glaube, es ging mit Eis doch nicht so gut, wie ich vermutet hatte, wie es ging. Mit Feuer sind wir deutlich besser aufgehoben. Huch. Habe ich das verkackt? Ja, irgendwie schon. Keine Ahnung wie, aber I did. Oh ja, yeah. Habt ihr gesehen, Leute? Das war gut. So, aber es geht besser. Okay, das war in Ordnung. Wir haben ordentlich gerepostet. So, geht aber besser, wie ihr sehen könnt. Oh ja, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Was? Das Opfer reicht nicht aus? Jetzt so schnell? Ah, okay. Hä, was ist jetzt passiert? What? Was war das? Wir haben noch einen Punch kassiert und deswegen wurde das abgebrochen. Okay. Also, ja, interessante, strange Dinge, die passieren könnten. Nehmt mein Leben. Der Pakt ist geschlossen. Ist dein Opfer angemessen? So, Full Power. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das besser funktioniert. Like dies. Also so wirst du gegen mich nicht. Hey. Hey. Okay, wir sollten uns vielleicht einmal heilen. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, oder? Also so wirst Kann man mal machen. So, jetzt haben wir auch genug Zeit, um den kaputt zu machen, wie ich das sehe. Komm schon, Arden. Du wirst kaputt geprügelt. Ey, ich hab gedrückt. Kannst du nichts gegen sagen. Komm schon, Arden. Ich werde dich fertig machen.
Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Aden, du kriegst meinen Elementarfokus. Auch wenn es keinen Schaden macht, so wie immer. Was? Ich find's manchmal echt krass, was hier abgeht. Ich konnte. Wieso kann ich nichts machen? Hä? Okay. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Ich konnte keinen Heiltrank benutzen, aber Ignis hat automatisch einen genutzt. Aua. Also ich kassiere gerade. Dein Ende! Also so wirst du gegen mich nicht gewinnen. Oh. Aufgabe abgeschlossen. Ein anderer Weg. Du denkst, du hast mich bis... Ich werde mich rächen. Ich gebe nicht auf, ehe euer geliebter König vernichtet ist. Ach, Agnes! Gravus. Er hat uns da rausgeholfen. Was machst du alleine so einen Unsinn? Was fällt dir ein? Wir sind doch ein Team. Alles meine Schuld. Weil ich zu schwach bin. Warum hat das Schicksal mich gewählt? Warum nimmt es mir alle, die ich liebe? Tut mir leid. Ihr habt stets zu mir gehalten und mich beschützt. Und ich habe jämmerlich versagt. Damit ist Schluss. Das Schicksal nimmt mir niemanden mehr. Gib mir Kraft. Ich muss meine Feinde beschützen. Bitte! Der König des Lichts ist dazu bestimmt, für ein höheres Ziel zu kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften zu nehmen. So. Tatsächlich hat also Ignis Arden besiegt.
Tja, ob Ignis jetzt wohl blind ist? Nee, wahrscheinlich ist er jetzt wohlauf und alles ist gut. Nur Noct ist jetzt... Was ist jetzt eigentlich mit Noct? Ist er jetzt ohnehin trotzdem tot oder lebt er jetzt oder... Ah, die machen das doch extra. Die zeigen den jetzt extra hier nicht im Abspann. Und gleich in der letzten Szene oder so ist er da auf einmal. Und man soll einfach nur denken, er sei doch irgendwie tot. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. So, egal wie es rauskommt, meine lieben Freunde. Ne, ich verabschiede mich hier schon mal ab diesem Punkt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in aller Frische, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 15 mit mir, den Shardox. Ja, ganz klar, so ist es. Haut rein. Und seid gespannt, vielleicht folgt noch eine interessante Sequenz. Es war ein weiter Weg. Ja. Prompto. Gladio. Ignis. 10 Jahre. Gemeinsam haben wir uns auf diesen Tag vorbereitet. Und gemeinsam werden wir es beenden. Denkt daran. Unser Schicksal bestimmen wir selbst. Thank you.